Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern an meinen Absturz auf diesen trostlosen Planeten. Mit nichts außer einem demolierten Raumschiff stand ich da. Mein Bergbaustrahl schien gerade noch so zu funktionieren. Aber ich musste Ressourcen finden, damit ich ihn auch weiter nutzen kann. Einzig Positive an der Menge an Ressourcen kann ich hier nicht klagen. Jeder Ecke findet man irgendwas, das man auch irgendwie gebrauchen kann. Die Einwohner sind bis jetzt eher freundlich gesinnt, fast schon scheu. Ich würde sagen, es hätte schlimmer kommen können. Trotzdem fühle ich mich alleine und isoliert. Ich suche vergeblich nach einer Zivilisation, nach intelligentem Leben, mit jemandem, mit dem ich mich unterhalten kann, ein paar Worte austauschen. Werde ich jemals wieder etwas Menschenähnliches erblicken in meinem Leben? Oder bin ich für immer auf diesem Planeten gefangen? Gibt's auf diesem Planeten Leben? Es sieht auf jeden Fall aus, als wären hier fortschrittliche Technologien gegenwärtig. Das heißt, es muss doch mehr hier sein. Lasst uns das erkunden. So, das war mal ein kleiner Ausschweifer, Storytelling. Ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, wenn man das so ein bisschen einbaut in diesen Let's Play. Wenn er das möchte, das so ein bisschen Geschichte erzählen, frei aus dem Kopf raus. Ich habe das ja mal gerne gemacht, aber mehr im Horror-Genre, Genre, als hier bei Action-Science-Fiction-Erkundungen. Perry Roden, Spooky Roden auf dem trostlosen Planeten. Nee, aber, ja, wie gesagt, ich habe eigentlich so ein paar Geschichten in meiner Jugend geschrieben, Horrorgeschichten, Bücher, schon fast zum Teil. Und jetzt habe ich mal gedacht, machst du mal so ein freies Erzählen hier. Oh. Im Zusammenhang mit diesem Spiel. Vielleicht kommt es ja gut an. Ihr könnt es ja mal in die Comments schreiben, ob ich so mal öfters ein wenig improvisieren sollte. Wenn ihr das möchtet. Wenn ihr das ganz okay findet. Oder ob ihr lieber, oh, Reisemeilenstein, normales Commentary haben wolltet. Einfach, ja, was weiß ich. Bummla! 10.000! Schuh zurückgelegt. Yay! Oh, oh. Oh! Oh! Ah, ich dachte, das wären Menschen. Also ausgesehen wie Bob der Baumeister von hinten, Alter. Boah, was ist denn hier los, ey? Was ist denn das? Leuchtfeuer. Beacon. Ein Überbrückungsschip nötig für den Signalscanner. Jetzt! Legen wir aber los, liebe Freunde. Jetzt können wir kein Überbrückungsschiff bauen, ne? Natürlich nicht. Jetzt haben wir kein Eisen und kein Plutonium vorrätig. Leck mich doch einer fett am. Psst, psst. Hier haben wir aber Eisen. Brauchen wir nur noch Plutonium. 10 Eisen brauchen wir, kommt schon. 8. 10, oder? Jo. Ich will es auch so, dass es direkt wieder weg ist. Müssen wir nur noch irgendwo Plutonium finden. Was haben wir denn hier? Gucken wir zuerst mal, was hier noch so ist. Aha, hier ist nochmal so ein Speicherpunkt. Frachtabwurf. Komm, Plutonium. Ach, schon wieder eine faszinierende. Alter, willst du mich verarschen, Alter? Isotop. Oh, das. Energiekanister. Aha. Haben wir jetzt. Was ist das? Was können wir damit anfangen? Stelle Produkten Inventarblitzen her. Kommt in verschiedenen Waffen- und Lebenserhaltungssystemen zum Einsatz. Sorgt für eine effiziente Energiespeicherung in den Inventaren des Exo-Anzugs und des Raumschiffs. Exo-Anzug. Können wir jetzt irgendwas hier verbessern? Geht das irgendwie? Das sieht mal nicht so aus. Wir können ja auch nichts herstellen, weil wir keinen Platz mehr haben. Ja, Inventar voll. Okay, halt die Schnauze. Damium können wir auch nicht rüberschicken. Zink auch nicht. Gold auch nicht.
Oh, weia, wir haben einfach keinen Platz mehr. Da können wir unsere Lebenserhaltung rüberschicken. Ne, wir können aber den Kohlenstoff verballern. Ah, wir könnten auch den Energiekanister. Mal gucken, was wir hier machen können. Technologie installieren, das haben wir hier. Ach ja, das war ja das. Was haben wir hier? Können wir hier irgendwie was verbessern oder sowas? Nee, alles nicht, ey. Blöd, dass wir jetzt einfach keinen Platz mehr haben nirgends, weil wir hier den Scheiß hier gebaut haben. Obwohl, warte mal, können wir mikrodichtes Gewebe nicht stapeln? Nee, geht auch nicht. Warum kannst du die gleiche Sachen nicht stapeln? Das ist doch scheiße. Mann. Ich habe so viele faszinierende Perlen, ich weiß gar nicht, was ich mit den Dingern anfangen soll. Und was kann ich, mit was kann ich denn die benutzen? Energiespeicherung in den Inventaren des Exo-Anzugs und des Energiequelle mit erhöhter Kapazität. Das heißt, wir könnten vielleicht auch hier, oh, nee, das geht nicht. Konnten nur den Dings aufladen. Ah, Mist. Jetzt wird's echt so langsam kritisch. Mit der ganzen Sache. Jetzt können wir keinen. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr. Wisst ihr was? Ich mache jetzt so eine Perle hier kaputt. Nervt mich, dass wir so viel von den Dingern haben. So. Ja, wir brauchen. Ja, gut, wir müssen vielleicht noch eine Perle kaputt machen. Oder wir laden eben einfach jetzt mit Zink hier mal den Gefahrenschutz auf. Vielleicht verbrauchen wir dann das ganze Zink. Ne, auch nicht. Nicht mal. Nicht mal ansatzweise. So, jetzt hatten wir doch hier unten auch irgendwo Höhlen oder so, ne? Müssen wir vielleicht noch eine Perle kaputt machen, weil wir könnten jetzt das Plutonium aufnehmen, aber können uns dann keinen Überbrückungsschiff bauen, weil wir dann einfach keinen Platz haben, keinen Slot frei. Ist ja auch blöd. Aber ich will jetzt unbedingt mal so ein Überbrückungsschiff ausprobieren. Überbrückungsschiff. Immer diese Scheiße mit der Scheiße. Verdammte Axt nochmal. Weil ich will dieses Signal hier. Was ist denn das? Ey, no hella back there. Oh Mann, flieg doch mal da rein. Geht das nicht? Ja, anscheinend nicht. Ist da oben Pokéball drauf gewesen. Anspielung auf Pokémon Go. Adup. Adup. Ey, bist du Adup? Alter, das ist doch Plutonium. Alter, ich hab Plutonium im Sack. Was brauchen wir noch? Eisen. Komm, zerstör den Scheiß jetzt. Faszinierende Perle. Ah ja, nee. Falscher Knopf hier. Ausrangieren. Oh, was haben wir denn hier? Ausdauer. Eisen und Kohlenstoff. Das System enthält einen schmerzfreien Wirbelsäulenstich, einen Einstich in die Hirnhaut und ein körperliches Chemikalienheilungsverfahren. Neutralisiert die Bildung von Milchsäure im Körper des Nutzers in Phasen erhöhter Aktivität. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Exo-Anzug-Inventar des Nutzers. Ah, okay. Und wenn wir es gebaut haben, dann haben wir das aber trotzdem hier rumliegen, oder? Dann haben wir doch noch weniger Platz als vorher, oder was? Keine Ahnung, ey. Ah, wir können den Überbrückungsschiff bauen. Okay. Sind das eisenlos, Plutonium? Sind wir auch los? Okay. Jetzt haben wir wieder zwei Plätze frei, wenn wir hier Überbrückungsschiff benutzen. So, machen wir doch mal. Oh, warte mal. Signalscanner. Nach interessanten Punkten in der Nähe suchen. Oh, Signalscanner online. Planetare Ortssignale antworten. Wellenlänge für Unterschlupf, Markierungsaufspürung online. Kennung für lokale Übertragungsstationen online. Signal für kolonialen Außenposten online. Markierungsaufspürung für außerirdische Antiquität online. Bitte bevorzugte Destination wählen. Also bitte bevorzugtes Reiseziel wählen. Monolith, koloniale Außenposten, Übertragung oder ein Unterschlupf. Koloniale Außenposten. Hatten wir den nicht schon? Oder Übertragung? Signal? Oh, Monolith ist wahrscheinlich das Alien-Ding da, ne? Wow, was holen wir denn? Was ist denn interessant? Koloniale Außenposten, oder Leute? Ich mal so sagen. Suche nach kolonialen Außenposten. Pfiuh. Operationszentrale entdeckt. Oh, Ankunft in 12 Minuten. Das ist schon mal näher. Und ich würde sagen, das ist dann natürlich auch interessant für uns. Was ist denn das hier? Noch ein Wissensstein?
Holen wir auch noch gerade mit. Du hast das Korvax-Wort für Korvax gelernt. Juhu, ich kann jetzt mit Korvax über Korvax sprechen. Das ist nice. So ein Atlas-Chip kann man bestimmt auch irgendwie craften, oder? Wie geht denn das mit einem Atlas-Pass? Gibt es den irgendwo hier? Ne, da müssen wir wahrscheinlich zuerst die Technologie dafür finden oder so. Ja, der ist nämlich noch nicht hier drin. Elektronen-Dance, Dampf. Okay, speichern wir hier an dieser Stelle mal. Und dann, denke ich, gehen wir eben einfach noch bis zum, ja, kolonialen Außenposten oder so. Bis zu dieser Basis da. Was sind da hinten jetzt eigentlich noch? Da ist ja noch irgendwas. Ah ne, das ist das hier. Gut. Unterschlupf. Okay, da haben wir das. Das sehen wir hier. Ankunft Unterschlupf. Ah, das ist auch ein Unterschlupf. Okay. Was können wir hier jetzt noch machen? Ach so, man könnte hier noch mehr machen mit mehreren Überbrückungsschippen. Könnte man dann... Jetzt geht das Ding hier auf und zu. Können wir hier wirklich nicht rein? Da muss doch irgendwie... Boah, Alter. Fliegt hier aber wieder wilde Bill. Ja, irgendwie geht's nicht. Mann, mal, hier ist eine Tür. Wäre vielleicht einfacher, ne? Manchmal sollte man die Tür nutzen. Multi-Werkzeug-Technologie analysieren. Oh, neue Technologie entdeckt. Strahlenfokus Sigma. Schnellere Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnellen Elementabbau aus Kristallen, Felsen und planetarer Vegetation. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multi-Werkzeug-Inventar des Nutzers. Also wir brauchen Eisen, Iridium und Plutonium, um den herzustellen. Okay, haben wir den jetzt im Inventar oder was? Das Rezept, also die... Technologie installieren, haben wir hier nur die Möglichkeit. Wo ist denn das Ding jetzt? Wie kann man das jetzt installieren? Achso, dann müssen wir wahrscheinlich hier aufs Multiwerkzeug gehen, ne? Ah ja, da unten ist es. Ja, der Bergbaustrahllaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Und was ist hier? Schnellere Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Der Nutzer verfügt über einen schnellen Elementabbau aus Kristallfels und planetarer Vergärung. Ah, okay. Cool, das ist eine neue Technologie, die wir hier entdeckt haben. Das ist natürlich schön, dass wir im Unterschlupf hier noch so Technologie und eine schöne Aussicht haben und dann noch einen Strahlungsaufbau. Okay, alles klar. Hat sich ja gelohnt. Boah, das ist richtig interessant. Also, wie gesagt, das, was man hier alles so entdecken kann, das ist schon nicht schlecht. 12 Minuten dauert es bis dort hinten hin. Oh je, ob wir dort jemals ankommen werden. Aber das würde ich noch gerne machen. Das sollten wir, wenn wir nicht ganz so viele Umwege gehen, auch noch die Folge packen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Was ist niedrig? Willst du mich verarschen? Nichts ist niedrig. Außer deine IQ vielleicht. Oder deine KI. So, war Roboter. Schiff haben wir gar keinen Platz mehr. Ne? Jetzt, irgendwie können wir uns aber auch, glaube ich, mehr Inventarplätze erspielen oder ercraften, indem wir auch Technologien finden, die wir installieren können. Beziehungsweise kann man, glaube ich, auch ein neues Raumschiff bauen, das dann mehr Inventarslots hat. So irgendwie ist das. Jetzt gucken wir aber mal hier. Gold. Naja, das sollte noch gehen, wenn wir das hier noch abbauen. Ja, genau. Das geht noch, da haben wir es fast voll. Plutonium können wir eigentlich auch nochmal abbauen, weil da haben wir jetzt eh im Inventar. Ja, komm, da holen wir die beide. Sollten wir aber, ja, nochmal genug haben. Kohlenstoff können wir abbauen, Eisen könnten wir noch abbauen, dann könnten wir eventuell wirklich noch so ein Ding bauen, oder? Wir könnten dann ja so ein... Brauchen wir nur Eisen, oder? Ne, warte mal, da brauchten wir... Hier brauchen wir Eisen und Plutonium. Für den Blitzwerfer, den könnten wir natürlich auch machen. Mit R2 aktivieren. Ja. Das kann tödlich enden. Hier brauchen wir Titan und hier brauchen wir Iridium und Eisen. Und Iridium haben wir eben nicht im Inventar.
Ja, wenn wir jetzt noch Eisen holen, wisst ihr was, dann machen wir das jetzt mal. Wir bauen jetzt den Blitzwerfer, dann haben wir wenigstens eine Verteidigungswaffe. Wir wissen ja gar nicht, was uns dort hinten erwartet. So, das sollte ja eigentlich schon reichen. Ja, genau. So, dann installieren wir mal diese Technologie hier. Oh, jetzt haben wir den Blitzwerfer.